Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Disciples Liberation oder einer neuen Folge. Wir wollen jetzt in den Witwenweiten nochmal ein bisschen für Ordnung sorgen, beziehungsweise Sachen ab. Dann läuft ja hier mit der linken Maustaste. Genau, ein paar Sachen abklappern, dass wir Ressourcen haben. Noch ein paar Quests mitnehmen, da bin ich ja jetzt so ein bisschen durchgerusht. Ja. Wir legen einfach mal los. Ich versuche die richtige Taste zu finden. Mit ihm hatten wir ja schon gesprochen. Hier haben wir einen Teil, also ein Teil der Quest. Und zwar ist das. Jetzt habe ich ja noch Schluck auf. Die drei Tempel unter Gott. Das heißt, wir sprechen mal mit Reinald das gebeugte Knie. Eine kleine Armee von Gläubigen schaut in Richtung Norden zum Fluss, allesamt im Gebet vertieft, alle bis auf einen. Lass sie in Ruhe, sie beten für die Rückkehr von Soloniel, der Mutter des Lebens. Ich dachte, Soloniel sei gestorben und Mortis, die Göttin des Untods, sei aus ihrem Körper auferstanden. Stirbt irgendwer wirklich für immer? Sind wir nicht die Überreste unserer Ahnen und wiedergeboren in neuer Gestalt und mit neuer Bestimmung? Ihr seid bei einem Tempel und doch schauen eure Leute zum Fluss. Fließen ihre Gebete wie das Leben selbst, nicht wie Wasser? War es nicht die Mutter Soloniel, die Nerendar mit seinem ersten Regen küsste? Der strömende Fluss kanalisiert unsere Gebete in ihrem Geist. Ihr habt keinen Anspruch auf diese heilige Stätte. Warum betet ihr hier? Diese Stätte hat Macht und die Mutter des Lebens braucht diese Macht, um wiederzukehren. Also sind wir nicht genau da, wo wir sein müssen? Er beantwortet unsere Fragen immer mit Gegenfragen, ne? Die Kirche des Hohen Vaters erhebt Anspruch auf diesen Tempel und dieses Land. Wenn ihr nicht geht, werden sie euch töten. Hat Soloniel dir nicht offenbart? Sie möchte in deinem Herzen wohnen, so wie sie in den Herzen aller wohnen will. Das Murmeln der Gebete endet. Die Gläubigen stehen auf und starren dich an, mit geballten Fäusten und brennenden Augen. Muss ich erst dein Herz für sie aufschneiden? Bist du Soloniel, dann. Doch, ich überlege gerade, ob ich die richtig ausspreche, aber doch. dann sehen wir, wie wir es tun. Es gibt einen Kampf. Dadurch, dass es eine Quest ist, können wir uns nicht zurückziehen. Ich denke, dadurch, dass wir ungefähr das doppelte Level haben, sollte das nicht allzu schwer sein. Können wir uns nicht zurückziehen und können wir auch nicht einfach besiegen. Also Questkämpfe muss man immer kämpfen. Ja, komm. Es wird keiner Verdacht schöpfen. Nee. Nicht, wenn du so offensichtlich durchrennst. Spür den Biss der Schlange. Aviana kommt nirgendwo hin. Sehr geil. Unterwegs. Dann bleibt sie halt hier stehen. Wahrscheinlich bin ich jetzt viel zu übermütig. Und krieg voll auf die Nase. Das kann natürlich passieren. Wir nähern uns. Setze den Feind unter Druck. Ja, setze ihn mal unter Druck. Wir halten hier die Stellung. Spür seinen Zorn. Vater, führe meine Klinge. Spür seinen Zorn. Die wird wahrscheinlich den ähnlichen Angriff machen. Ja. Weil der heilen kann. Der ist schon nicht schlecht. Und die stehen jetzt so schön in einer Reihe. Du wirst mir noch dienen. Ja. Stirb doch einfach. So, jetzt bluten die und haben schon mal ein bisschen Schild verloren. Dann kann Coruscant hier mal drauf. Das Leiden muss enden. So, die zaubert ja auch in einer Reihe, das heißt, ab mit dem Schattenblitz. Und sie geht einfach schon mal auf die andere Priesterin hier.
Mann, Tanka. Ja, nehmen wir mal die. Gift. Ich mach das schon, Avi. Und hauen mal ordentlich drauf. Hier müsste doch Aviana die beiden treffen. Perfekt. Mal ausschalten. Da sehen wir den neuen Skill, den wir eingesetzt hatten. Dass diese dann gezeichnet sind und dadurch mehr Schaden aus allen Quellen bekommen. Dann kann der ja schon mal loslaufen. Den einen kriegen wir dann noch kaputt. Na, nicht ganz, aber also irgendjemand wird den schon noch treffen und dann wird er weg sein. Hörst du die Stimmen? Ich kann mit dem Schild hier drauf. Niemals. In der Offensive. Heute stirbst du. Ich zeichne dich mit seinen Worten. Der könnte vielleicht sogar sterben. Ja, ist er auch. Dann. Gehen wir das mal hier wird hin. Spaß. Ich guck mal, ob wir den Knochensturm hier hinbekommen. Kommen wir. Tod, Wiedergeburt, dann wieder tot. Was tut man nicht für die Liebe? Hoher Vater. So, dann nutzen wir jetzt auch mal die Heilkette. Vernichte diese Unreinheit. Oh, das war eine gute Heilkette. Kann sie so weit zaubern? Ja. Dann gehst du hier zwischen und zauberst auch mal. Ich kann jetzt nur angreifen. Schön, dass sie alle auf den Geist gehen oder auf das Atom. Spür das Gift. Das wird schmerzhaft. So, Aviana. Ich will ja gerade nicht in die Fläche gehen. Geht Aviana schon mal Richtung Priesterin. Zermürb den Feind. So, ich er hat ihn jetzt weiter. Kaputt gemacht. Darf man auch schon mal ein Offensive. Stück weitergehen. Er kommt sogar schon an die Priesterin ran. Na dann. Rück sie mal an. Ich schicke ihn mal nach hinten. Wir können nicht widerstehen. Unreinheit ist Macht. Wehre den Feind ab. So, Eamon. Knochen sind zum Zermalmen da. Stirb doch einfach. Horizonte. Beim Zorn des Hohen Vaters. Du wirst geläutert. So, der ist jetzt auch Geschichte. Grausam, ich ebenso. Er ist einmal grausam. Hat die einen neuen Spruch? Wie kam der mir jetzt eher unbekannt vor? Oder ich habe nie drauf geachtet, weil man dann doch im Spiel ist. Und diese Sprüche ja jetzt nicht kriegsentscheidend sind. Ach ja, warte mal, machen wir doch Todesgriff. Oh. Ach, die fliegt ja, dadurch wird sie nicht betroffen sein. Okay, da kann nichts machen, dann wartet er einfach ab.
Schieben wir dich mal ins Rundenende. Wir gehen jetzt erstmal mit Aviana hier hin. Ich muss mich nicht unbedingt debuffen, wenn ich hier genügend Leute habe, um die Priesterin wahrscheinlich noch kaputt zu machen. Also ich gehe davon aus, dass wir es schaffen. Ja, da waren wir fit. Da haben wir es geschafft. Ja, der Kampf war jetzt nicht so spektakulär. Aber das wird hier in dem Gebiet jetzt immer so sein, weil wir schon so weit gelevelt sind. Gibt es noch irgendjemanden in den Weiten, der kein irrer Kultist ist? Im Ernst jetzt? Wer hätte geahnt, dass wir die Normalen sind? Niemanden entsetzt das mehr als mich. Gut, verschwinden wir von hier, bevor noch mehr von Soloniels Anhänger auftauchen. Okay. Dann hier unten, muss ich nochmal gucken. Haben wir hier drin was übersehen? Oder haben wir alles mitgemacht? Huch. Deckt's ein wenig. Hier waren wir schon drin. Da kommen wir nicht rein. Kommen wir anscheinend auch nicht rein. Ja, auch nicht. Hier ist noch ein Kampf. Den werden wir hundertprozentig skippen können, ja? Yay, wir sind Stufe 50 geworden. Ich werde hier jetzt auch, weil wir sozusagen ein bisschen backtracken, werde ich auch die Kämpfe überspringen, die jetzt nicht so, ne, nicht so wichtig sind. Nächster Kampf. Besiegen. Wir brauchen halt schon die Kämpfe. Tür ist offen. Um halt an Ressourcen zu kommen. Und die Ressourcen brauchen wir schon. Also, ich habe tatsächlich in meinem einen Spieldurchlauf mal ein bisschen Ressourcen farmen müssen. Also, beziehungsweise einfach das Spiel angeschmissen und ein paar Stunden laufen lassen. Weil ich ein bisschen in Geldnot war. Also, wahrscheinlich nicht aufzukriegen. Okay. Also ein bisschen, wenn man das gründlich spielt, kommt man gut voran. Man muss aber auf jeden Fall alle Ressourcen einsammeln, wenn man halt viele Verluste hat. Wenn man jetzt kaum jemanden von Einheiten her verliert oder die nicht, sage ich mal, in Illyan auflevelt, sondern halt nur durch Spielen auflevelt, dann brauchst du wahrscheinlich nicht so viele Ressourcen. Aber ich nehme halt lieber gelevelte Einheiten mit, weil ungelevelte stecken halt nicht so viel ein und sterben dir dann ganz gut mal weg. Okay, jetzt haben wir hier aber alles. Ich bin gerade so ein bisschen matschig im Kopf, weil ich gerade gearbeitet habe. Ich hatte heute so ein Werkstück, ne? Das hat mir letzten Nerv geraubt. Da saß ich so lange dran. Beziehungsweise musste mich, also das war ein bisschen problematisch. Und dann steckt man da ja auch ein bisschen mehr Konzentration rein. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich an diesem Stück jetzt letztendlich saß, aber sehr lange. Und ich habe mich echt, also ich war wirklich konzentriert bei der Sache, um das Ding dann fertig zu bekommen. Und ja, dann ist man ein bisschen matschig im Kopf. Den sollten wir auch skippen können. Dann haben wir hier Eisen und eine Truhe. Ich kenne das noch so, ganz schlimm hatte ich so das nach Klausuren von der Uni. Danach war ich auch mal fertig, bis zum geht nicht mehr. Weil man einfach so konzentriert an der Sache saß. Hier ist noch ein Kampf. Dürfen wir auch besiegen. Machen wir auch mal. Ich glaube auch, dass die Ausrüstung uns nicht mehr viel bringt, aber immerhin kann man die dann verwerten.
Und man hat dann wieder ein bisschen Materialien. Oh, die können wir auch besiegen. Okay, sind auch Stufe 10. Wir haben hier jetzt den Drachen. Das ist doch auch eine Quest. Da, finde den Drachen, der in der südlichen Gebirgskette gefangen ist. Sprechen wir doch mal mit dem Drachen. Irgendwie ist es trotz der gewaltigen, schlummernden Masse vor dir mucksmäuschenstill. Nicht einmal der Wind weht. Bis du vor irgendwo tief in dir eine Stimme hörst. Wecke Enk auf. Du schaust hinunter und siehst, dass das Gegenmittel des Drachenjägers entkorkt ist und dass du die hellblaue Flüssigkeit auf dem Boden schüttest. Du hast das Gefühl, völlig die Kontrolle über dich zu haben und doch weißt du nicht, was du da gerade tust. Das blaue Gegenmittel fließt in einem unnatürlichen Kreis um den Drachen und sondert einen merkwürdigen Dampf ab. Plötzlich hebt der Drache seinen riesigen Kopf. Du stolperst nach hinten. Näher. Ich weigere mich mal. Deine Augen tränen, deine Fäuste sind geballt. Du widerstehst dem Drang, dich zu ergeben. Aber gerade noch so. Widerspenstige Ariana. Sie, die Ilian entdeckt hat. Sie, die um ein Haar die Kirche des heiligen Dahir zerstört hätte. Du kannst dich nicht bewegen und fragst dich, ob du überhaupt noch atmest. Und doch kannst du sprechen. Du kennst mich. Viele tun es. Viele, oh so viele. Enk hört keine Gedanken, aber sie schmeckt sie. Viele denken leckere Gedanken über dich. Sogar jetzt schmeckt Enk deine Gedanken, deine Fragen, deine Zweifel. Tu es mir gleich. Betritt Enks Gedanken. Denk die Welt, Enk wird antworten. Okay, wir denken mal. Der Hohe Vater. Enk lebt schon lange, hat so viel gesehen. Der Hohe Vater ist der Zorn. Er hat schon einmal den Boten geschickt, der die Zerstörung Nevendars einleiten soll. Und nun tut er es wieder. Das Imperium. Wenn die Sterblichen des Imperiums alt werden, werden sie müde. Sie sehen sich nach dem Tod, nach einem Ende. Wenn Engs Volk alt wird, klammert es sich verzweifelt an jeden Atemzug. Wir kämpfen für die, die noch jung sind. Und Enk ist alt, sehr alt. Also kämpft sie. Ilian. Es hat sich vor allem versteckt, ist Legende geworden und wurde dann vergessen. Warum es sich dir zeigt, nach all dieser Zeit, das weiß Enk nicht. Schleier. Ja, sie haben euren Söldnerkönig getötet und der Schleier hat eine Rebellion angezettelt, damit er in diesem Chaos die Macht ergreifen kann. Diese Gelegenheit hat Enk genutzt. Paladin töten. Der Schleier muss aufgehalten werden. Sie sind gefährlicher als alles andere. Irgendwo muss das Ende anfangen. Beginnen wir mit der Kehle dessen, der Enk hier gefangen hält. Du solltest nicht sprechen, du solltest wissen, Enk wird dich hören. Achso, wir können auch kämpfen. Ich habe das letzte Mal den Paladin getötet. Jetzt möchte ich mal probieren zu kämpfen. Kind des Eisens und des Himmels. Allein die Vorstellung ist köstlich. Tanze mit Enk. Stufe 15? Stufe 15 halte ich tatsächlich für möglich. Wir haben wieder Gewitter. Am Ende jeder Runde treffen Blitze mehrere Felder und verursachen an dort stehenden Einheiten unheimlich Schaden. Also, ihr seht, es gibt hier Drachen. Enk ist ein Drache. Und Drachen sind wie in jedem Spiel nicht zu unterschätzen. Das heißt, ich warte, dass Enk herkommt. Steht noch jemand auf dem Feld? Aber Jana nicht. Der steht nicht auf dem Feld. Er nicht. Sie auch nicht. Er nicht. In der Offensive. Die eine Zauberin steht auf dem Feld, okay. Geht mal einen Schritt nach vorne. Und dann lassen wir halt Enk kommen. Mhm. Okay. Jetzt sind natürlich Blitze genau um Enk rum. Noch sieht man mich.
Nimm mal die Kugel der Macht. Ich sehe tatsächlich aber jetzt nicht die Problematik, warum wir Enk nicht besiegen sollten. Du musst das machen. Er kann sich nicht bewegen, dann warten wir mal kurz. Aber wie gesagt, Drachen sind nicht einfach zu besiegen. Wir nähern uns. Ich will da nicht hingehen. Wegen... Du wirst mir noch dienen. Der Blitzeinschläge. Boah, wir könnten hier ordentlich. So, sie muss sich jetzt leider bewegen. Ich folge seinem Licht. Du wirst geläutert. Das hätte ich gern zweimal angegriffen. Ich weiß halt auch nicht, ob Enk noch irgendwelche anderen, weiß ich nicht, Phasen dann hat oder plötzlich ein neuer aufsteht. Ich habe Enk noch nicht gesehen. Kann's halt null sagen. Zermürb den Feind. Da wird geheilt. Jetzt macht Enk was. Okay, Enk scheint ein ganz normaler Drache zu sein. Bisher ein ganz normaler Drache zu sein. Spür den Biss der Schlange. Okay. Ganz normaler Kampf. Alles gut, super geschafft, ohne Probleme. Gibt fast 3000 Gold. Das ist schon eine Menge. Niemand hätte damit gerechnet, aber die uralte Bestie liegt tot zu deinen Füßen. Ich habe das Gefühl, dass ich sie noch immer hören kann, in meinem Kopf. Du siehst nicht sonderlich gut aus. Hier, leg deinen Arm um mich, wir bringen dich hier raus. Danke, das wird der alte Drachenjäger nie im Leben glauben. Ja, wir haben einen Drachen besiegt. Also, tatsächlich trifft man hier recht früh in dem Spiel auf einem Drachen und man kann ihn besiegen. Nicht schlecht. Ich glaube, in meinem ersten Spieldurchlauf habe ich meinen ersten Drachen. Boah, da weiß ich nicht. Da war ich Stufe 30, 40. Habe ich dort meinen ersten Drachen, glaube ich, besiegt. Oder noch später. Ich glaube nicht noch später. Ich glaube so zwischen 30 und 40 war ich. Maximallevel ist hier 80. So. Falls ich das noch nicht gesagt habe. Mal Level ist hier 80. Hier sind noch mal ein paar Kräfte, die besiegen wir. Cool. Also ich finde es faszinierend, was in dem Spiel dann doch schon recht früh möglich ist, wenn man einfach ein bisschen Hintergrundwissen hat. Also ich wusste das ja vorher nicht. Also wenn man das so wie wir jetzt machen, erst Hauptstory durchpreschen, um zu leveln und dann hier alles einsammelt, dann braucht man vielleicht keine 80 Spielstunden. Aber bei meinem ersten Spieldurchlauf, man guckt sich ja alles noch in Ruhe an. Man weiß nicht alles, was man machen kann und machen muss. Da dauert das natürlich immer länger. Achso, ich wollte zum alten Drachenjäger zurück. Der steht ja hier in der Burg. Hier hinten steht er. Du kehrst zum Paladin zurück, der aussieht, als wäre ihm ein gewaltiger Stein vom Herzen gefallen. Preist den hohen Vater, ich höre ihr heimtückisches Flüstern nicht mehr. Enk ist tot. Onfroy kann kaum glauben, dass du den Drachen besiegt hast. Ehrlich gesagt, kannst du es selbst kaum glauben. Du hast dem Schleier einen großen Dienst erwiesen. Verrat mir eins, was hat sie gesagt? Sagen wir ihm einfach das, was sie uns gesagt hat, ne? Sie sagte, dass nur ein Gott jemals versucht hat, Nevendar zu zerstören. Und zwar der deine. Nur einer foltert die Menschen, und zwar deiner. Wenn der hohe Vater angebetet wird, erregt das seine Aufmerksamkeit. Und seine Aufmerksamkeit ist tödlich. Und doch hast du sie getötet. Konntest du ihrer Manipulation widerstehen? Wir könnten ihn jetzt auch noch töten. Das lasse ich jetzt mal sein. Und wir lassen uns bezahlen einfach.
Wir sind Söldner. Wie auch immer man euch heilige Hände ausbildet, es bringt offenbar nichts. Ich hatte kein Problem. Nun zu meiner Bezahlung. Es ist nicht viel. Der Eintreiber ist tot und wir mussten unseren Zehnt selber von den Bauern eintreiben, die Räuber noch nicht abgeschlachtet haben. Wandle in seinem Licht, Drachentöterin. Drachentöterin klingt gut. 500 Gold. Oh, neuen Zauber. Neue Einheit haben wir bekommen. Imperium plus 1. Oh Gott, so viel. Kloppt immer so viel auf. Wir haben schon wieder zwei neue Punkte, ne? Können wir ja mal leveln zum Ende der Folge hin. Ja, noch nicht ganz Ende der Folge. Wir nehmen nochmal Flink. Dann nehmen wir auch die Initiative. Oder Zwielichtmacht. Göttliche und unheilige Kraft wird erhöht. Also ich werde jetzt nicht nur den reinen Kampfbaum skillen. Ich werde natürlich auch noch ein paar andere Skills mit reinnehmen. Achso, wir können jetzt hier auch schon Stufe 2 Fähigkeiten nehmen. Da kriegt man halt Schadensboni auf verschiedene Gegner. Ich würde mal sagen, wir gehen auf jeden Fall auf Zwielichtmacht, um dann die Macht der Nephilim zu bekommen. Und das ist nämlich ein Schaden- oder Kraftbonus. Genau. Da werden wir auf jeden Fall noch hinskillen. So, wie sieht es denn hier auf der Map aus? Da hinten haben wir noch, da ist auch noch eine Quest von unserer guten, wie heißt sie denn, Corisandre. Hier unten sind versperrte Wege, da kommen wir auch noch nicht hin. Dann haben wir hier noch den Tempel von Galean, den müssen wir machen. Und irgendwo hatten wir doch noch einen. Ich glaube, hier hinter. Ich weiß es aber gerade nicht. Laufen wir erstmal hier lang. Gehen wir erstmal nach Grimas Hafen. Da war die Dame ja drin. Ja, komm. Hier rüber. Hopp, hopp. Hier saß ja unser guter Barde. Da kommen wir noch nicht hin. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Ein Sägewerk. Noch mehr Holz. Und ein Captain. Du erkennst das uralte Grimas Hafen kaum wieder. So viel Leid, so viel Krankheit. Tote, die zu rauchenden Stapeln aufgeschichtet sind. Wie ich es befürchtet hatte. Betresenz-Fanatiker haben die Leute hier verflucht. Ja, es könnte an einem Möglichen liegen. Ja, sagen wir mal das. Ich würde nicht so vorschnell urteilen. Die Frage ist, kannst du sie heilen? Ich muss. Ich habe keine Wahl. Aber um heilen zu können, muss man den Ursprung kennen. Wenn es kein Fluch ist, was dann? Wenn wir den ersten Verfluchten ausfindig machen, erfahren wir vielleicht, was genau passiert ist. Okay, dann suchen wir mal. Dann ist das unser Plan. Lasst uns zusammenbleiben und fasst besser nichts an. Von der leeren Kneipe bis zum kalten Steinboden der Schmiede findest du nur Leid. Am Hafen zündet ein Mann gerade ein Floß voller Leichen an. Kommt nicht näher, sonst holt ihr euch die Seuche. Wir wollen helfen. Wir suchen den Ursprung von all dem hier. Dann sucht ihr mich. Okay. Wieso glaubt ihr, dass ihr der Ursprung seid? Ihr seht gesund aus. Ich bin reichlich betroffen. Ich musste jeden Seemann verbrennen, den ich je liebte. Glaubt mir, ich wünsche mir den Tod. Aber er kommt nicht. Nennt mir euren Namen. Sieh dich um, Nerin. Namen sind jetzt vollkommen bedeutungslos. Wir waren schon mal in Grimmatshafen. Hier herrschten immer raue Verhältnisse.
Aber so schlimm wie jetzt war es nie. Ich befuhr die Handelsrouten. Hab wie immer an der Kirche des Hohen Vaters angelegt und dann in Grimmat. Ich brachte schales Wasser mit. Kaum ging ich an Land, wurden die Leute krank. Kränker, als ich es je erlebt habe. Ihr sagtet, sie seien kränker, als ihr es je erlebt habt. Was meint ihr damit? Zuerst werden die Augen schwarz, die Zunge verfault, der Körper schwillt an wie eine pralle Wurst, dann platzen sie und es breitet sich aus. Dieses Spiel ist so schön, das beschreibt so schön lebhaft alles, wie es eklig ist. Also, das können sie gut. Nee, also ich mag den Stil sehr gerne, aber er ist halt schon ein bisschen skurril, muss man ja sagen. Skurril, ist das richtige Wort? Ja, skurril ist das richtige Wort. Unsere Priesterin kann helfen, diesem Übel ein Ende zu machen. Aber wir müssen wissen, wie. Makaber hätte ich auch sagen können. Fällt mir gerade ein. Priesterinnen haben das verursacht. In der Kirche des Hohen Vaters ist was oberfaul. Dort brauen sie eine ranzige Brühe zusammen, die alles und jeden infiziert, der damit in Berührung kommt. Jeden außer euch. Ei, so ist es. Jeden außer mir. Dann machen wir uns auf den Weg zur Kirche. Los, Corisandre, reiten wir. Okay. Wir reiten aber erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.